Unter einer Wirbelkörpermetastase versteht man eine Absiedlung von Tumorgewebe in einem Wirbelkörper drin. Dadurch kann es auch zu einer Zerstörung des Knochens kommen. Eine Metastase im Wirbelkörper entsteht durch eine Streuung von Tumorgewebe. Dies kann prinzipiell von allen betroffenen Organen herrühren und tritt meist über die Blutbahn auf. Gehäuft finden wir instabile Metastasen bei Erkrankungen des Lungengewebes oder zum Beispiel des Nierengewebes. Die Behandlung von Wirbelkörpermetastasen ist sehr unterschiedlich. Wenn ein Befall von mehreren Organen vorliegt, dann gilt es operativ, die Beschwerden des Patienten zu reduzieren, indem man zum Beispiel eine Stabilisierung durchführt oder das Tumorgewebe vom Rückenmark entfernt. Wenn es aber eine Absiedlung an nur einer Stelle ist, dann ist das Ziel, diese Metastase in ihrer Gänze komplett zu entfernen.